Bill, jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Splitter es gibt. Wahrscheinlich hat er uns verarscht, es gibt nicht 1000, aber dann möchte ich meine 9000 Piepen haben. Wenn ich sie aus ihnen rausprügel. Schon richtig. Schickt ja seine Waffe eigentlich nicht wieder weg. Er rennt hier rum wie so ein armer Irrer. Ach, Bill war hier drüben, stimmt. Bill, ich hab dein Zeug. Aufwachen. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich ja auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixit? Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die Splitter nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Ja, wenn ja. du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, Bill. Irgendwie traue ich dir nämlich nicht über den Weg, du. Feige Ratte, du. Sie haben Bill getötet, die Schweine! Sie haben Bill getötet! Warum hast du Bill getötet? Warum? Was hat dir Bill getan? Was hat dir Bill getan? Warum? Was sollte das denn? Hallo, ich hatte einen Job mit Bill. Warum hast du Bill angegriffen? Darum. Ach ja. Schönen Gruß vom Müllbaron. Was erzählst du da? Hör mal, Alter, tut mir ja leid, dass ich dein kleines Geschäft gestört habe. Aber wenn der Müllbaron mir sagt, bring den Typen um, dann mache ich das auch. Deinetwegen entgehen mir eine Menge Splitter. Erzähl das jemanden, den es interessiert. Ich habe hier nur meinen Auftrag ausgeführt, das ist alles. Wenn du ein Problem damit hast, geh zum Müllbaron. Ich bin fertig hier. Alter, was sollte das denn? Jetzt hat er den einfach gekillt. Ja, dann müssen wir wohl mal zu Mad Bob gehen und fragen, was das für eine Scheiße sollte. Natürlich klar, dass wir da keine 9000 Splitter bekommen. Das wäre ja Irrsinn. Wobei, ich habe mich ja trotzdem schon auf zumindest einen überdurchschnittlichen Preis erhofft. Aber gut. Ich bin einfach umgebracht, die blöde Saudi. Okay, Mad Bob. Mad Bob muss uns jetzt mal Rechenschaft hier und so, ne, ablegen. Was sollte die Sache mit Bill? Ah, du hast meine Nachricht erhalten und stellst jetzt die Preisfrage. Oder hat Bill etwa überlebt und dir meine Glückwunschkarte überreicht? Wie dem auch sei. Wenn ich mich recht erinnere, hast du mir anvertraut, dass William mich Mad Bob genannt hat. Er mag zwar seine Eier beim nächstbesten Pfandleiher abgegeben haben, aber dumm ist er nicht. Darum hat er dir auch sicher erzählt, mich nicht auf diesen Namen anzusprechen. Ich musste dir also auf diesem Weg klarmachen, was es bedeutet, mich so zu nennen. Aber betrachten wir die Sache damit als erledigt.
Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre ungerecht zu meinen Freunden. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zwei weiter Freunde bleiben wollen, nicht wahr? Toll, da hat sich mein freches Mundwerk ist gerade wie ein Bumerang zurückgekommen. Was wäre denn gewesen, wenn ich ihn nicht darauf angesprochen hätte? Hätte er ihn dann nicht umgebracht? Oh, ist das fies, ey. Die hat mir gerade 9000 Tacken einfach so in... Blöde Saudi. Aber trotzdem coole Quest. Toll. Okay, dann müssen wir jetzt... Blake ist der Meinung, dass der Duke mehr als genug Granaten besitzt. Er scheint sich gerade zu paranoid zu horten und haben die Preise nach oben. Blake möchte, dass ich ihm mindestens bei 3 seiner Granaten klaue. Ich könnte mir eine Menge Splitter mit verdienen oder ein paar Granaten abbekommen. Was war das jetzt? Fuck! Ah, das ist echt cool. Das habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Dass er tatsächlich, weil ich ihn so genannt habe, mich zur Rechenschaft zählt. Das ist schon ganz schön fies. Brock? Hab ich Brock schon geredet? Du bist in Ordnung. Ja, hab ich. Granatenkisten auf der anderen Seite. Boah, ist das fies, ey. Ist das fies? Bin einfach umgesetzt. Arm Kerl. Aber das ernst gemeint hat? Ah, klar doch. Iron Maiden. Wir reden da um den heißen Brei. Übrigens noch nie mit dem Duke geredet. Wer hier eine dicke Lippe riskiert, muss sich nicht wundern, wenn sie platzt. Mit dem Duke reden. Bahnhof. Sie wissen doch, General, ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben, aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Ich hab den gar nicht gesehen, dass der da liegt.
Das war wohl nichts. Okay. Das war wohl nichts. Okay. Das war wohl nichts. Ach shit, ich muss wieder hoch. Zu einfach. Schwere Armbrust. Mal gucken, ob ich irgendwas herstellen kann. Werkbank. Waffen. Ich könnte mal wieder ein paar Tränke machen. Lebenshaftiges Blut. Exide Heilung. Dauerhafte Lebensenergie. Das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das nochmal geht. Kleiner Heiltrank. Ein normaler Heiltrank. Was brauche ich denn dafür? Wein. Ach, ich habe mehrere Rezepte, um das herzustellen. Das ist ja nett. Kann ich relativ viele herstellen. Grundstücke. Konstitution. Könnte ich sogar jetzt verbessern. Kettensäbel Stufe 2. Eisenerz und Goldbrocken habe ich. Kann ich dann aber nicht benutzen. Ich brauche Stärke und Geschicklichkeit, aber das habe ich bald. Modifizieren kann ich die Waffe auch nicht. Was kriege ich denn da? 4 Waffe zer. Dafür kriege ich Elixid und Socke bestücken. Schwere Armbrust. Energiespeicher brauche ich dafür und wenn, dann kann ich sie auch wieder nicht benutzen. Munition kann ich gar nicht herstellen, das ist ja ätzend. Moment, da war noch was anderes. Ach, das war nur Schmuck herstellen. Wie kann ich denn Munition herstellen?
ist mir nicht ganz klar, wo ich die Munition herbekomme. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Du brauchst meine Hilfe. Tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Oh. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das eigentlich gleich mal machen. Ich will Frank freikaufen. Ich will Frank freikaufen. Frank? Ah ja, ich erinnere mich. Überrascht es dich, wenn ich antworte? Nur zu? Der Kerl hat sich durch unsere Folter nicht brechen lassen und mir keine brauchbaren Informationen geliefert. Also habe ich keine Verwendung mehr für ihn. Außerdem denkt die Made, wir sind ein Haufen dummer Schläger. Wenn er diese Einschätzung seinen selbstgerechten Anführern in Ignadon berichtet, werden sie mich nicht als Gefahr einstufen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich unter ihrem Radar weiter ungestört meine Pläne schmieden kann. Zahl mir also das Lösegeld und dann kannst du ihm sagen, dass er verschwinden kann. Hier, das Lösegeld. Weißt du was? Ich habe es mir anders überlegt. Behalt das Kleingeld. Du hast keinen Eid auf ihren lächerlichen Gott geschworen und das honoriere ich. Darüber hinaus überlasse ich es dir, dem Gefangenen Bescheid zu geben. Das ist ja nett von ihm. Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Das nenne ich mal gute Menschenführung. Und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden. Das ist ganz schön. Einerseits hat er damit die Kohle zurückgegeben, weil damit hat auf die Kohle verzichtet. Das passt irgendwie zu seinem Charakter gerade nicht. Der ganz schön mürrisch
und mit eiserner Faust anscheinend regieren tut. Gib mir einen Job. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Eine Frage hätte ich da doch noch. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Das wird er. Ich brauche keinen Papageien, der mir alles nachplappert. Also halt den Rand, Ray. Das ist schon gut. Ich wollte nur fragen, warum er eine Bombe bauen will. Jetzt haben wir immer noch ein Problem. Vielleicht ist der Meinung, dass der Duke mehr als genug Granaten besitzt, wenn sie gerade so neu zu horten und treibt damit die Reise nach oben. Vielleicht möchte, dass ich die Reise nach Granaten so in Menge spiele. Ja, aber die hier nicht.